Man sieht absolut gar nichts. Jetzt bleiben wir wirklich ganz nah an den anderen dran. Okay, wow. Ronny und ich haben die anderen verloren. Ich habe tatsächlich eine Mordwaffe gefunden. Geht denn das los? Wir sind heute am Main-Donau-Kanal und gehen tauchen. Das ist eigentlich nicht erlaubt, aber im Moment ist eine Schleusensperrung. Das heißt, keine Schleusen aktiv, keine Schiffe. Und ja, wir sind gespannt, was wir finden. Hoffentlich eine Tatwaffe und hoffentlich keine Leiche. Und schon habe ich mich umgezogen und schaue aus wie ein kleiner Neopren-Gremlin. Und dann geht es auch schon ab ins Wasser. Das Wasser hat 10 Grad, ist also noch okay für Deutschland. Und die Sicht... Man sieht ungefähr 5 cm weit. Los geht's, wir tauchen ab und wir haben uns natürlich sofort verloren. Und am Boden ist eine meterdicke Schlammschicht. Und wenn man zu tief geht, man sieht die ja nicht. Man sieht einfach ein und so ein Glimmerzeug. Was soll's, das Wasser ist auch nicht tief. Deswegen tauche ich jetzt gerade ein bisschen alleine rum. Wie man sieht nichts. Bis jetzt bin ich aber auch noch im Wendebecken. Ich hoffe, dass die Sicht in der Fahrrinne dann besser wird. Man sieht absolut gar nichts. Okay, ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich habe auch keinen Kompass. Deswegen tauche ich mal lieber wieder auf. Ja, wann habt ihr denn das verloren? Ja, da hat die Stefan! Okay, ja, passt. Ja, also noch. Also. Zensur! Kann ich euer Ersatz, Stefan, sein? Ich werde euch verlieren, ganz sicherlich. Wir schwimmen jetzt in die Fahrrinne, weil dieses Wendebecken hat nichts zu bieten außer Schlamm und schlechte Sicht. Ab geht's, wir tauchen in die Fahrrinne. Auch hier ist die Sicht noch Katastrophe. Man sieht überhaupt nichts. Ich kann kaum meinen Tauchcomputer lesen. Wir sind jetzt auf 3,5 Metern. Okay, die Sicht ist immer noch Katastrophe, aber endlich sieht man ein bisschen was. Den Boden mit Blättern. Wow. Ich schaue mich um nach Gegenständen, aber keine Chance. Man findet nichts. Okay, wow. Ronny und ich haben die anderen verloren. Wir tauchen mal lieber auf. Wie kann das sein? Aber das kann sich gar nicht bewegt. Die ganze Zeit bewegt haben. Ich verstehe das nicht. Der Fehler der Matrix. Ich schwimme jetzt erstmal an der Oberfläche weiter. Hallo! Hä? Ich check diesen Kanal nicht. Okay, wer hier? Wenn wir unten sind, dann peinlich. Okay, und wir tauchen nach da. Okay, jetzt bleiben wir wirklich ganz nah an den anderen dran. Lisas Flossen sind zum Glück pink. Die kann man deswegen ganz gut erkennen. Aber viel Abstand darf man trotzdem nicht lassen. Okay, Leute, ich bleibe jetzt wirklich ganz nah an Lisas pinken Flossen dran, sonst verliere ich sie wieder. Oh mein Gott, da ist eine Pflanze und ein Stock. Okay, das ist das Erste, was ich hier sehe, bis auf Schlamm und schlechte Sicht. Mupfen, wow. Okay, die Sicht wird auch langsam besser. Vorhin waren es so 10 bis 15 Zentimeter, jetzt sind es vielleicht 20, ach, keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen besser, man sieht auf jeden Fall den Boden. Wow, okay, was ist das? Ein laminiertes Blatt Papier und, okay, Leute, ich glaub's nicht. Ich habe tatsächlich eine Mordwaffe gefunden, 2 Mordwaffen sogar. Mordwaffen für Fische und dann haben wir sogar noch ein Tier entdeckt, ein Flusskrebs. Flusskrebs, Lammisch! Richtig süß. Fische haben wir keine gesehen, aber zumindest einen Flusskrebs. Cool. Hier ist noch ein Tau oder so ein Eisendings. Und ja, jetzt, wo ich so viel Zeit beim Flusskrebs verbracht habe, habe ich die anderen wieder verloren. Ronny ist noch bei mir und wir haben dann beschlossen, an der Oberfläche zurückzuschwimmen, weil es macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, das war wirklich mit die schlechteste Sicht, die ich je hatte. Ich würde sagen, vergleichbar war in meiner Tauchkarriere nur der Rotsee in Nürnberg. Aber ja, war eine Erfahrung. Habe ja trotzdem was gefunden, also cool. Es Schnee regnet. So, ich würde sagen, der Tauchgang war ein voller Erfolg, denn ich habe einen Stock gefunden, ein komisches Dings und ich habe tatsächlich eine Tatwaffe gefunden, sogar 2, von einem Fischmörder. Ich hoffe, er wird gefasst. Peace out. Die kriegst du vorhin nimmer. Wie nimmer? Die darfst du gar nicht besitzen, weil du hast keinen Angelschein. Ach so. Die nehme ich mir. Kann man damit Karpfen fangen? Karpfen nicht mehr. Was dann? Das muss ja schon ein großer Fisch sein, oder? Ja, Hecht. Basche, große Basche, kannst du damit fangen. Zander. Oh. Schneide es mal ab. Da ist ein Fingerabdruck drauf. Fingerabdruck.